Liebe Schwestern, liebe Brüder, das heutige Evangelium bringt mich auf eine Geschichte, die ich selber vor einigen Jahren erlebt habe. Und ich möchte sie erzählen, weil sie, glaube ich, hilft, in diese Geschichte hineinzugehen, die Jesus uns da erzählt. Es ist schon einige Jahre her, wie gesagt. Ich war damals noch in Enns in Oberösterreich im Pastoralpraktikum, aber schon Franziskaner, und war eingeladen bei einem Begräbnis in Maria Enzersdorf, ganz hier in der Nähe. Aber ich habe die Gegend noch nicht gekannt, habe nicht gewusst, wo in Berchtoldsdorf der Friedhof liegt. Bin dann gekommen, schon eher etwas knapp, habe die Zeit etwas unterschätzt, und dann habe ich am Marktplatz in Maria Enzersdorf oder Stadtplatz denn das Auto stehen gelassen und habe dann irgendwie den Friedhof gesucht, habe mich durchgefragt, einige Leute gefragt und bin dann mit Mühe und Not, es waren nur mehr 10 Minuten, schon mehr gelaufen als gegangen, habe mich ein bisschen geschämt, mit dem Habit so einen stressigen Eindruck zu machen, aber doch schnell zum Friedhof, das war mein einziger Gedanke. Und als ich dann so in der Siedlung hinuntergegangen bin, sehe ich so ganz konzentriert den Tunnelblick, den man da hat. Man schaut nur nach vorne, und irgendwie aus den Augenwinkeln heraus sehe ich auf der rechten Seite einen älteren Mann, der am Zaun hängt. Das war so ein Gartenzaun, so ein Gitter, dicht gewachsen. Und der ist da gehängt mit beiden Händen, hat sich angehalten und hat sich wirklich nur mehr mit den Händen gehalten. Und man hat ihn schnaufen gehört, er hat ganz schwer geatmet und hat kaum mehr Luft bekommen. Anscheinend ein Asthmaanfall oder irgendein ein Kollaps oder etwas. Und ich weiß, ich muss eigentlich zum Begräbnis. Ich müsste eigentlich weiter. Aber in dieser Siedlungsstraße, es war ein heißer Sommertag, auch diese Jahreszeit wie jetzt, keine Autos, es war niemand zu sehen. Was tue ich jetzt? Ich muss zu diesem Begräbnis, die Leute warten, die Töchter, die mich eingeladen haben von diesem Mann, der gestorben ist. Was tue ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ja, es hilft nichts. Der Mann beim Begräbnis, wo ich hingehe, der ist schon tot, da kann ich nichts mehr machen, aber den kann ich noch helfen, der kann noch Hilfe brauchen. Also was tust du? Ich muss jetzt irgendwie Hilfe herbeiholen. Ich habe das Handy im Auto gelassen, hatte kein Handy dabei und habe dann den versucht, einmal eine Zeit lang zu stützen, dass er nicht nur an den Armen gehängt ist. Und er hat dann auch schon gesprochen, aber er hat gesagt, er kann einfach nicht mehr weiter, er weiß auch nicht, was los ist. Dann habe ich habe nicht gewusst, was zu tun. Ich habe den hängen lassen, bin dann auf die andere Straßenseite bei einer Tür geläutet. Da hat sich niemand gemeldet, lange niemand gemeldet. Dann bin ich wieder zu diesem Mann gegangen, habe bei einer anderen Haustür geläutet. Und dann ist ein Auto dahergekommen. Und das war ein Staubsaugervertreter, der unterwegs war, der seine Staubsauger eigentlich verkaufen wollte. Und der hat dann diese Situation gesehen und dem habe ich dann erzählt, schnell, wir müssen die Rettung anrufen, diesem Mann geht es nicht gut, wir müssen etwas tun. Und ich hatte das Glück, dass der beim Roten Kreuz war, dieser Staubsaugervertreter, sich ausgekannt hat, sofort den Notruf gerufen hat und dann sicher war, dass Hilfe kommt und dass einer da ist. Und von der anderen Seite, bei diesen Häusern, wo ich geläutet habe, ist dann auch eine Mutter mit einem Kind herausgekommen, also es waren Leute da. Und ich konnte dann beruhigt zum Begräbnis gehen. Es ist so eine Situation gewesen, glaube ich, die ähnlich war mit dieser Situation, die Jesus uns heute im Gleichnis schildert. Ein Priester geht von Jerusalem hinunter nach Jericho, hat Stress, hat wahrscheinlich seinen Tempeldienst verrichtet, geht wieder nach Hause zurück zu seiner Familie, vielleicht hat er schon wieder Termine und hat irgendwie keine Zeit, geht vorbei bei diesem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, der da im Graben liegt. Dann kommt ein Levit, vielleicht würden wir heute sagen ein Theologe, ein Professor, hat auch einen Termin, kommt auch von Jerusalem herab, geht vorbei, lässt den liegen, der da liegt. Dann kommt ein Samariter, eigentlich einer, der zu einer fast anderen Religion, zu einer Sekte gehört, würden wir sagen. Die Samariter haben in Samaria gewohnt, einer Gegend, die von den rechtgläubigen Juden eher misstrauisch gesehen wurde. Den Leuten, die dort gewohnt haben, hat man misstraut. Das waren eher die anderen, die gehören nicht zu uns.
die haben eigentlich gar nicht unsere Religion, sie sind schon irgendwie Juden, aber sie gehen nicht in den Tempel, sie haben einen eigenen Tempel am Berg Garizim, also andere, die andere, von denen man sich abgegrenzt hat. Und so einen nimmt Jesus, der kommt herunter und der hilft. Der nimmt diesen Mann auf die Schultern, trägt ihn hinunter bis Jericho. Man muss wissen, wer schon im Heiligen Land war. Es gibt zwischen Jerusalem und Jericho ein Gefälle von über 1000 Meter. Jerusalem liegt über 1000 Meter hoch und Jericho liegt am Jordangraben unter der Meereshöhe, also unter Null. Ein tiefer Graben da hinunter, so ein Tal. Und der nimmt den und bringt ihn entweder am Rücken oder auf seinem Reittier ins Gasthaus und versorgt ihn und gibt dem Wirt sogar noch Geld, dass der für ihn sorgt. Und wenn das Geld zu wenig sein sollte, dann verspricht er, dann komme ich zurück und gebe dir noch etwas, dass du ja diesen Menschen gut versorgst. Diese Geschichte, was will Jesus damit sagen? Die Frage des Gesetzeslehrers war ja, wer ist mein Nächster? Das war eigentlich die Grundsatzfrage. Und wir haben gehört im Evangelium, er hat diese Frage gestellt, um sich irgendwie zu rechtfertigen. Er hat ja die Antwort schon gewusst, diese Stelle aus der Heiligen Schrift brav zitiert, wie er sich für einen Gesetzeslehrer gehört. Und Jesus sagt dann, ja, warum fragst du dann? Und dieser Gesetzeslehrer will irgendwie seine Frage rechtfertigen, heißt es. Wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, dein Nächster, das ist der, der Hilfe braucht. Dein Nächster ist nicht unbedingt dein Landsmann, ist nicht unbedingt der, der die Sprache sprichst, die du sprichst, ist nicht unbedingt der, der dieselbe Kultur hat, die du hast, ist nicht unbedingt der, der dieselbe Religion hat, die du hast, sondern dein Nächster ist ganz konkret der Mensch, der jetzt in diesem Moment Hilfe braucht. Egal, ob das jetzt einer von deiner Religion ist, einer von deiner Sprache, einer von deiner Kultur oder ein ganz anderer, das zählt jetzt nicht. Das ist jetzt egal, er braucht jetzt deine Hilfe. Das ist der Nächste, das ist der Mitmensch, den Jesus ja hervorhebt. Jesus will, glaube ich, sagen, es geht in erster Linie um Orthopraxie und dann erst um Orthodoxie. Orthopraxie, das richtige Praktizieren, das richtige Tun. Um das geht es zuerst und dann erst geht es darum, um die Orthodoxie, um das Richtige zu glauben. Die Glaubensinhalte, die Kultur, das, was Menschen auch trennt, was Menschen unterscheidet, das steht nicht vorne da. Das ist nicht das Erstwichtigste im Christentum, sondern das Erstwichtigste im Christentum ist Orthopraxie, das Richtige zu tun. Und da muss ich selber sagen, dass mir das nicht immer gelingt. Ich habe am Anfang ein Beispiel erzählt, wo es mir gelungen ist, aber vielleicht ist das eher die Ausnahme gewesen. Vielleicht ist es viel öfter so, dass ich bei Situationen vorbeigehe, wie dieser Priester vorbeigegangen ist oder dieser Levit. Da könnte ich auch Situationen erzählen, wo Menschen an unsere Pforte kommen und man selber gerade unter Stress ist und sagt, wenn ich mich ja da jetzt auseinandersetze, wenn ich diesem Menschen Zeit schenke, wenn ich da zuhöre, wenn ich dem jetzt die Notschlafstelle aufmache, dann noch etwas zu essen bringe, dann ist eine Dreiviertelstunde vorüber und ich müsste eigentlich das und das noch tun. Also manchmal verhalte ich mich selber nicht wie dieser barmherzige Samariter, sondern eher wie diese anderen, die Jesus da schildert. Ich möchte dieses Thema noch umlegen auf unsere Zeit auch, auf die Flüchtlingsproblematik, die in allen Köpfen bei uns drinnen ist, die in Europa momentan eine wichtige Rolle spielt, wo man auch immer wieder gehört hat, wir nehmen, wenn wir schon jemanden nehmen, Christen auf bei uns. Wenn wir schon Familien aufnehmen, wenn wir schon Leute aufnehmen von diesen Flüchtlingen, dann nehmen wir Christen auf, aber keine Muslime. Da gibt es eh schon so viele, die überschwemmen uns. Das ist menschlich, diese Reaktion ist menschlich. Man sagt das so dahin und diese Angst auch ist menschlich, aber es ist nicht christlich. Es ist nicht das, was im Evangelium steht. Das, was Jesus heute erzählt, ist diametral, hundertprozentig das Gegenteil. Jesus fordert von uns, dass wir über das menschliche Denken hinausgehen. Und er sagt uns, der jetzt vor deiner Haustür steht,
der, der jetzt im Mittelmeer ertrinkt, zu Tausenden, das ist dein Nächster. Auch egal in diesem Moment, ob das jetzt einer ist, der da zu Hause davongelaufen ist, weil es ein Wirtschaftsflüchtling ist, weil sie zu Hause zu wenig zu essen haben, keine Arbeit, keine Zukunft irgendwie, weil sie deshalb nach Europa wollen oder weil sie aus Syrien kommen, weil sie zu Hause umgebracht werden, geköpft werden. Es ist egal in diesem Moment, ein Mensch, der Hilfe braucht. Ich glaube, das ist der Inhalt des Evangeliums. Es ist eine unbequeme Wahrheit, eine Wahrheit, die uns auf die Nerven geht, die uns zu schaffen macht. Aber ich glaube, in diesem Fall ist Jesus sehr, sehr klar. Und das müssen wir uns immer wieder sagen lassen von Jesus, auch ich mir, dass wir, der Nächste ist der, der unsere Hilfe braucht, egal wo er herkommt. Zum Abschluss möchte ich noch darauf zurückkommen, dass man dieses Gleichnis auf mehreren Ebenen lesen kann. Ich habe es jetzt auf dieser Ebene gelesen, auf der ganz praktischen Ebene, auf der Ebene unseres Handelns, wie wir handeln sollen. Aber man kann es auch auf einer anderen Ebene lesen, nämlich so, dass Jesus selber dieser barmherzige Samariter ist. Dass Jesus selber der ist, der in die Welt kommt, der herunterkommt, von der Höhe, von seiner Höhe, von seiner Gottheit ein Mensch wird, der herunterkommt in unsere irdische Welt, in unser irdisches Denken, in unseren Staub der Welt, auch in unsere Armut, in unsere Zerbrechlichkeit, der herunterkommt, wie dieser Samariter von Jerusalem von oben heruntergekommen ist, diesen Weg hinuntergegangen ist, so kommt dieser Gott zu uns. Er kommt herunter und wir sind manchmal wie dieser Überfallene im Straßengraben. Unsere Verwundungen, die wir mitbekommen im Leben, die Dämonen der Angst, unsere Götzen, die wir uns zu schaffen machen, Dinge, die wir vergötzen, die uns ganz wichtig sind, die aber überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Wir sind manchmal auch so hilfsbedürftig, so arm wie dieser Mann. Und da ist es dann Jesus, der uns auf die Schulter nimmt. Jesus, der herunterkommt, der uns auf die Schulter nimmt, der uns versorgt, der uns die Füße wäscht, der uns einfach das Gute will, der unser Leben zum Glück zur Fülle führen möchte wieder, der uns hilft, gerade da, wenn wir da liegen, wenn wir nicht mehr weiter können. Das ist auch eine andere Ebene dieses Evangeliums, die aber auch wichtig ist. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, die uns froh macht, die uns Hoffnung gibt. Dieser Gott kommt uns entgegen, er hilft uns. Und wenn dieser Gott mit uns so barmherzig ist, wie könnten wir mit Mitmenschen nicht barmherzig sein? Amen.